Was ist der Zusammenhang zwischen Unterernährung und Armut? Der Zusammenhang zwischen Unterernährung und Armut beschreibt einen nachgewiesenen Zusammenhang, insbesondere auf den niedrigsten Einkommensniveaus. Die Länder mit den niedrigsten Wirtschaftsindikatoren weisen die höchste Unterernährungsrate auf, insbesondere bei Kindern. Kinder stellen typischerweise die wirtschaftliche Zukunft eines Landes dar und veranlassen Anstrengungen zur Bekämpfung der Unterernährung, um das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Armutsquoten zu senken. Studien zeigen direkte und indirekte Folgen von Unterernährung und Armut. Ein direktes Ergebnis einer besseren Gesundheit ermöglicht es den Menschen, körperliche Arbeit zu verrichten und mehr zu verdienen. Diese Arbeitnehmer könnten produktiver werden, wenn ihre Ernährungsbedürfnisse erfüllt werden, was zu höheren Löhnen und der Möglichkeit der Gesundheitsfürsorge führt. Unterernährung in der Kindheit hat lebenslange Folgen, weil sie die Intelligenz und Lernfähigkeit eines Kindes beeinträchtigt. Diejenigen, die an Unterernährung und Armut leiden, brechen in der Regel frühzeitig die Schule ab, wodurch ihre Fähigkeit eingeschränkt wird, als Erwachsene gut bezahlte Jobs zu erhalten. Gesundheitsprobleme, die mit diesen Bedingungen zusammenhängen, beziehen sich auch auf die Arbeits- oder Schulzeit, die den Zyklus zusätzlich erschweren kann. Untersuchungen zeigen, dass die Verringerung der Armut nicht immer zu einer gesunden Bevölkerung führt. Die Bekämpfung der Unterernährung wirkt sich jedoch auf das Armutsniveau aus. In einigen Entwicklungsländern ist die Unterernährung ein erhebliches Problem, das die wirtschaftliche Entwicklung behindert. In einigen Regionen macht dies mehr als die Hälfte der Kindersterblichkeit aus, wodurch die Anzahl zukünftiger gesunder Individuen reduziert wird, um das Wirtschaftswachstum zu fördern. Unterernährung und Armut sind in einigen unterentwickelten und unterentwickelten Ländern von Generation zu Generation verbreitet. Mütter, die keinen Zugang zu richtigen Nährstoffen haben, produzieren unterernährte Nachkommen. Diese Kinder stehen vor größeren Herausforderungen in Bezug auf ihre Lern- und Entwicklungsfähigkeit und werden anfälliger für Krankheiten und Krankheiten. Ihre kompromittierte Fähigkeit, körperlich und geistig zu funktionieren, setzt den Zyklus der Armut typischerweise fort. Wissenschaftler stellten fest, dass die Messung der Unterernährung einen angemesseneren Bezug zur Armut darstellt als die Untersuchung der Armut allein. Das Ausmaß der Unterernährung gilt für alle Länder, Ethnien und Kulturen und kann wissenschaftlich gemessen werden. Diese Forscher lernten, dass die Verwendung von Armut als Indikator für Mangelernährung zu viele Variablen enthält, was die Ergebnisse unzuverlässig macht. In einigen Ländern wird der Mangel an Nährstoffen in der Ernährung durch Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte Lebensmittel behoben. Die Bereitstellung von Folsäure für schwangere Frauen verringert das Risiko von Geburtsfehlern bei ihren Nachkommen. Eisen bekämpft niedrigere Energieniveaus, die durch Anämie verursacht werden und zu einer geringeren Produktivität führen können. Diese Strategie wird als kosteneffiziente Methode zur Bekämpfung von Unterernährung und Armut in diesen Regionen angesehen.